Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Abend des 9. Oktober 2018 habe ich mich auf Skype eingefunden mit Bruder Michael in Deutschland, um die vierte Lesung in Angriff zu nehmen von Theodor Griesingers zweitem Band des Buches über die Jesuiten, das er 1866 veröffentlicht hat. Und das uns schon sehr, sehr viel gebracht hat, indem wir schon sehr, sehr viel gelernt haben. Und bevor wir da jetzt gleich weiterfahren mit der Lesung, möchte ich ganz kurz eben Michael vorstellen, dass er auch mal guten Abend sagen kann. Und wollte dazu auch nochmal eben vermelden. Normalerweise vermelde ich ja seinen Kanal auch in der Beschreibungsbox des Videos. Auch der Michael freut sich darüber, wenn er mal Besuch auf seinem Kanal bekommt und wenn Kommentare auch an ihn direkt gerichtet werden. Also man kann dann auch immer seinen Kanal besuchen und da auf für ihn selber kommentieren. Man muss das nicht immer über mich machen, nur mal eben so als kleines interessantes Nebenbei-Wissen für euch, für Leute, die da nicht dran denken, weil dieses Video wird ja erst auf meinem Kanal hochgeladen und wenn es auf Michaels Kanal hochgeladen wird, dann freut er sich auch mal hier und da über eine Bestätigung eurerseits, wie angenehm ihr das findet, dass er mit mir die Lesung hier zusammen macht. So, jetzt ohne weitere Verzögerung, Michael, herzlich willkommen, schönen guten Abend und lass uns dann gleich mal loslegen, aber geht dir selber gut soweit, ne, im Moment? Ja. Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer von Joggler 66, Joggler Boss und Disinfo und allen möglichen anderen gespiegelten und nicht gespiegelten Kanälen, wo dieses Video jetzt auftaucht, unter anderem auf meinem MK2007AL. Der ist damals eigentlich wegen Musikproduktion ins Leben gerufen worden, aber so spielt das Leben. Und ich sag jetzt schon mal sorry, ich weiß nämlich im Augenblick nicht. Letztens habe ich mich etwas verhaspelt. Da dachte ich, es würde auf dem Zweitkanal von Jörg veröffentlicht werden, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich dann doch beim Joggler 66 veröffentlicht. Du bist schon ganz richtig. Es wird auf dem Kanal Jogglers War und Disinfo veröffentlicht. Das ist mein Zweitkanal. Aber von Jogglers War und Disinfo habe ich nur so ein Bild, das in Englisch ist, mit Hour of the Truth darin und nicht mit Stunde der Wahrheit. Und deswegen habe ich diesen Avatar hier mit Stunde der Wahrheit und der ist Joggler 66. Ja, ja. So wird was gelernt. Naja, aber da ich halt bei so vielen Videoproduktionen mittlerweile so langsam den Überblick verliere, nenne ich ab jetzt immer beide. Damit nachher die Leute nicht sagen, hä, wovon redet der? Ne? Okay. Also ich freue mich natürlich über jeden, der auch die Videos auf meinem Kanal beobachtet, die im Augenblick eigentlich nur die gespiegelten Inhalte unserer Lesungen sind. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und im Augenblick habe ich heute hier und jetzt 991 Abonnenten und wir knacken auf jeden Fall noch die vierstellige Zahl dieses Jahr. Ja, hier, aber als ich das Foto genommen habe, hattest du noch 902. Also ist ja schon mal ordentlich was beigekommen, ne? Ja, genau. Ist ja schon mal was. Außerdem, die Zahl der Abonnementen spielt ja keine Rolle. Die Leute, die die Videos gucken und vor allen Dingen die Leute, die die Videos verstehen und die daraus Lehren ziehen. Das ist meines Erachtens das Wichtigste. Und die Leute, die Frettchen ganz doll finden. Ja, das stimmt, ja. Tierliebe kann nie schaden. Ja. Ich sage immer, wer gut zu Tieren ist, der ist auch gut zu Menschen. Das stimmt nicht immer, aber das ist ein bisschen Wunschdenken, naja. Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da eine gewisse Portion eigentlich derjenige wirklich tierlieb ist, der eine gewisse Verantwortung gegenüber einem Lebewesen übernehmen kann. Denn so ein Tier macht nicht nur Freude, sondern auch eine ganze Menge Arbeit und man leidet eigentlich auch damit, weil es einfach ein Familienmitglied ist und jemand, der wie ich mit Hunden aufgewachsen ist, der kann da einige Geschichten von erzählen, wie Hunde auch merken, beispielsweise jetzt Hunde explizit, wie die Stimmung ist oder ob es einem gut geht oder nicht gut geht. Das ist eine ganz tolle Therapie auch. Ja, mit Hunden bin ich auch groß geworden. Haben wir wieder was gemein. Aber jetzt fangen wir an mit der Lesung des Buches von Griesinger. Auf Seite 44 in dem PDF haben wir letztes Mal die Lesung aufgehört, weil hier mit dem Pater Golden Vaux die Geschichte abgeschlossen war. Und jetzt wollte der Griesinger uns hier eine andere Geschichte erzählen und deswegen werden wir hier heute weiterfahren. Also auf Seite 44 in dem PDF, was Seite 37 in dem Buch ist. Für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie mitlesen wollen, immer herzlich willkommen, um das zu tun. Und dann werden wir hier weiterlesen. Wir sind immer noch im zweiten Kapitel des vierten Buches mit dem Untertitel Der Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich. Ne? Also wir hatten Beichtstuhl und Schlüssel zur Geldruhe abgeschlossen und sind jetzt im Raub und Diebstahl weltlich und geistlich in diesem zweiten
Band beschäftigt. Und da sagt der Autor Theodor Griesinger: Ganz anders endete dagegen der vielberüchtigte Prozess zwischen ihnen, also den Jesuiten, und dem Herrn von Vianne, welcher im Jahr 1738 begann und erst 1745 endete, denn die Söhne Loyolas gewannen ihn vollständig, obwohl ihre dabei bewiesene Schurkerei durchaus klar war. Das ist eben immer der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Ne? Der, der Recht bekommt, das ist nicht immer im Sinne der Gerechtigkeit. Das ist hier wieder so ein Beispiel. Schauen wir mal. Im Jahr 1738 nämlich erhob Frau Marianne Justi Davis, Gattin des Herrn Rombo von Vianne, in Deutschland eine Erbschaft im Betrag von 300.000 Gulden. Bestehend teils in Münze, teils in Diamanten und anderen Kostbarkeiten und kam damit nach Brüssel, um all diese Gegenstände in kursfähiges Geld umzusetzen. Dabei erklärte ihr der Pater Ludger Janssens, welchen sie wegen seines hochberühmten Namens zum Beichtvater annahm, aufs Beste behöflich sein zu können und riet ihr zugleich, die Wertgegenstände vorderhand in das Kollegium der Jesuiten zu schaffen, weil sie dort jedenfalls sicherer aufgehoben seien als in einem Privathause. Dies leuchtete der Frau Marianne von Vianne ein, und der Pater holte sofort einen Kutscher, mit dessen Hilfe er das Gold und die Kostbarkeiten in das Kollegium brachte. Eine Quittung aber für den Empfang der Wertsachen, die sich nach dem Kurs auf 6 mal 130.000 Franken beliefen, wurde nicht ausgestellt, weil dieselben in der allnächtigen Zeit schon in belgische Münze umgewandelt werden sollten. Kaum war dies geschehen, so kam Herr Rombaut von Vianne in Brüssel an, und als ihm sofort seine Frau, nachdem sie alles erzählte, bekannte, dass sie keinerlei Schuldschein besitze, so schwante ihm gleich nichts Gutes. Er befahl also derselben, über seine Ankunft für den Augenblick das tiefste Stillschweigen zu bewahren und eilte dann zu einem klugen Rechtsanwalt, um mit diesem zu beraten, was zu tun sei. Nach langem Besinnen kam man überein, dass die Frau sich krank stellen und deshalb nach ihrem Beichtiger, dem Pater Janssens, schicken sollte. Habe ihr dann dieser die Tröstungen der Religion gegeben, so solle sie mit ihm über die anvertrauten Wertgegenstände zu sprechen beginnen und ihn fragen, dass ihr Mann ihr schriftlich befohlen habe, dieselben dem Herrn von Dormal, einem bekannten Großhändler Brüssels, zu übergeben. Alle Worte aber, die gewechselt würden, seien von zwei Notaren, die man zu diesem Behufe mit 4 ehrenwerten Bürgern der Stadt in einem anstoßenden Alkov zuvor verbergen wollte, nachzuschreiben und dann von den 4 Bürgern als Zeugen zu unterschreiben. Dieser Plan nun wurde aufs Genaueste ausgeführt, das heißt, die 4 Zeugen nebst den 2 Notaren versteckten sich so geschickt in dem Alkov, dass sie alles, was im Nebenzimmer vorging, sowohl genau sahen als hören konnten, und dann holte man den berühmten Pater herbei, um die kranke Frau Marianne, die sich ins Bett legte, zu trösten. Er kam natürlich sogleich und verrichtete seine Pflicht als Geistlicher nach Gebühr. Wie jedoch dies vorüber war, so fragte ihn die Frau, ob bereits Hoffnung vorhanden sei, dass deutsche Gold nebst den Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten auf vorteilhafte Weise in belgisches Geld zu verwandeln. »Noch nicht«, erwiderte der Pater, der natürlich wähnte, dass er mit seinem Beichtkinde ganz allein sei. Dagegen aber, setzte er hinzu, hoffe er in ganz kurzer Zeit günstigere Nachrichten bringen zu können, und einstweilen sei ja der Schatz gut aufgehoben. Nun eröffnete ihm die Frau, ihr Gemahl habe ihr befohlen, Gold und Diamanten zu dem Großhändler von Dormal bringen zu lassen, und wohl oder übel müsse sie dem Befehl Folge leisten. Daraufhin wurde der Pater sehr zornig und erklärte, dass er die Sachen keineswegs an den bewussten Großhändler ausfolgen lassen werde. Also aushänden lassen werde. Ja, er verbot der Frau sogar strengstens, mit dem Herrn von Dormal auch nur ein Wort über die Angelegenheit zu sprechen, und verschwur sich hoch und teuer, dass er, wenn er so indiskret sei, wieder diesen Befehl, dass er, wenn sie so indiskret sei, wieder diesen Befehl zu handeln, alle Inhaberschaft des Schatzes ohne weiteres ableugnen würde, selbst auf die Gefahr hin, lebendig verbrannt zu werden.
Mit diesen Worten empfahl er sich, ohne auch jetzt noch die Ahnung zu haben, dass ihm irgendjemand anders zugehört habe als die Frau von Viana alleine. Die zwei Notare aber treten sofort aus dem Alkov hervor, vollenden ihr Protokoll und lassen dasselbe von den gleichfalls versteckt gewesenen vier Bürgern als Zeugen unterschreiben. Die nächste Folge war, dass Herr von Viane von dem Pater Janssens dem ihn anvertrauten Schatz zurückverlangte und dass er, als der Pater seine Drohung, alles abzuleugnen, in der Tat wahrmachte, augenblicklich bei den Gerichten klagbar wurde. Sein Advokat wies das aufgenommene Protokoll vor und die vier Zeugen beschworen, dass sich alles wörtlich so verhalte, wie es in dem Protokoll stehe. Trotz allem dem fuhr Pater Janssens fort, alles abzuleugnen, und die sämtlichen Jesuiten Lüttichs machten seine Sache zu der ihrigen. Man fand den Kutscher auf, welcher die Gold- und Edelsteinsäcke in das Jesuitenkollegium geschafft hatte, und der Mann bekannte sich eidlich hierzu. Umgekehrt aber bestanden die Söhne Loyolas darauf, dass jeder Punkt der Klage ein erdichteter und dass die zwei Notare nebst den vier Zeugen von dem Herrn Viane erkauft seien. Es gelingt ihnen, den Kutscher zum Widerruf seiner ersten Aussage zu vermögen. Es gelingt ihnen ferner, 60 Zeugen aufzubringen, 60, welche zu ihren Gunsten aussagen. Es gelingt ihnen endlich, durch ausgestreute Pamphlete sowie durch öffentliche Kanzelreden das Volk so zu bearbeiten, dass nicht wenige des festen Glaubens sind, das Ehepaar Viane habe mit den erst auftretenden zwei Notaren und vier Zeugen ein betrügerisches Komplott zur Schädigung des Jesuitenordens geschmiedet. Der Prozess scheint also zugunsten der Söhne Loyolas endigen zu wollen, und bereits befiehlt der Hohe Rat von Brabant, den gegen den widerrufenden Kutscher als einen Meineidigen einzuschreiten. Ja, bereits wird der Antrag gestellt, den Herrn von Viane nebst seinen Genossen summarisch zu behandeln. Da erklären plötzlich im Mai 1743 50 von den 60 jesuitischen Zeugen vor Gericht, in die Enge getrieben, sie hätten Geld für ihre Aussage bekommen und ihr Zeugnis sei ein falsches. Man bringt sofort den Anführer der 60 mit Namen Ronislo, welcher mit den neun Restierenden immer noch auf seiner ersten Aussage beharrt, auf die Folter, und nun wird das ganze Gewebe der Schurkerei enthüllt. Das Urteil gegen Gonislo und fünf andere Hauptfälscher lautet auf Auspeitschung nebst Brandmarkung mit dem Strick um den Hals, sodann zu 10-jähriger Einsperrung bei harter Arbeit, endlich zur ewigen Verbannung aus der Stadt und ihrem Weichbild. Ja, wer weiß heute noch, was das Wort Weichbild in Bezug mit der Stadt bedeutet? Ich hab's rausgesucht und das heißt, im Mittelalter ist das der Geltungsbereich des Orts- oder Stadtrechts im Unterschied zum Landrecht. Heute nennen wir das städtische Siedlungsgebiet oder die Vororte, würde ich mal sagen. Ja? Also, sie wurden aus der Stadt und allen angrenzenden Gebieten verbannt. Zwei weitere Mitschuldige kondemniert, also verurteilt man zur Auspeitschung und ewigen Verbannung und abermals zwei weitere zum bloßen Pranger stehen. Zugleich befiehlt der Hohe Rat von Brabant gegen Meister Versin, den Sekretär des Generalprokurators, einzuschreiten, weil er sich gleichfalls von den Jesuiten hatte bestechen lassen. Allein er salviert sich mit einigen ebenso schuldigen Genossen durch die Flucht, zu welcher ihm von unbekannter Hand, ohne Zweifel von den Jesuiten, das Geld vorgestreckt wird. Nun endlich scheint die gerechte Sache des Herrn von Viane zu siegen, und alle Welt erwartet in nächster Zeit einen Spruch zu seinen Gunsten. Doch jetzt appellieren die Söhne Loyolas an den obersten Gerichtshof zu Brüssel und verlangen auf neue Zeugenaussagen gestützt eine Einsetzung in den vorigen Stand. Der oberste Gerichtshof, größtenteils aus Anhängern ihres Ordens zusammengesetzt, genehmigt die Supplik und der Prozess beginnt von neuem. Nunmehr wird allem aufgeboten, um die Richter zu ihren Gunsten zu stimmen, und Geld und Weiber spielen dabei eine Hauptrolle. Herr Rombold von Viane dagegen ist durch die bisher aufgewendeten Kosten bereits aufs Äußerste gebracht und kann mit dem jesuitischen Einfluss nicht konkurrieren. Endlich
Im Sommer des Jahres 1745 ist die Sache spruchreif und der oberste Gerichtshof von Brüssel dekretiert Folgendes. Erstens, Rombaut von Viane wird in Verhaft erklärt, weil er fälschlich angegeben, dass er einen Schatz an gemünztem und ungemünztem Gelde sowie an rohen Diamanten und anderen Edelsteinen im Betrag von 269.000 Gulden holländisches Geld besessen und dass ihm diesen Schatz das Jesuitenkollegium und insbesondere der Pater Ludger Janssens unterschlagen habe, wegen des langen Arrests jedoch, in dem er gesessen, sowie wegen seiner frühen Geistesschwäche und noch anderer mildernden Gründe, ist seine Haft zu entlassen und bloß in die Gerichtskosten zu verfällen. Zweitens. Die beiden Gefangenen Michael Balder, Maler und Jakobus Roos, ehemaliger Infanterieoffizier, sind als überwiesen anzusehen, dass sie fälschlich gegen den Pater Janssens aussagten und sollen auf dem Schafott gepeitscht und sodann verbrannt werden. Ihr Vermögen aber ist, nach Abzug der Gerichtskosten, dem Staate verfallen. Drittens endlich, der verhaftete Cove, Bürger von Brüssel, wird ebenfalls für schuldig erklärt, einen falschen Eid gegen den Peter Janssen geschworen zu haben. Man entlässt ihn aber wegen seines langen Gefangensitzens der ferneren Haft und verurteilt ihn bloß in die Kosten. Also lautete das Urteil des obersten Gerichtshofs zu Brüssel. Und wer beschreibt nun den Jubel der Jesuiten? Sie durften ja nun den Raub behalten und galten noch überdies für juridisch gerechtfertigt. Dessen ungeachtet wurde es von jener Zeit an sprichwörtlich in Brabant, dass den Jesuiten sein Geld anvertrauen so viel sei, als es ins Meer werfen. Denn außer einigen bigotten Weibern war jeder Mann von ihrer Schurkerei gegen den armen Rombaut von Viane überzeugt. Doch nicht bloß anvertrautes Geld wussten sich die Söhne Loyolas durch Betrug anzueignen, sondern ihr Betrugssystem erstreckte sich noch viel weiter und sie nahmen, wo sie nur immer nehmen konnten. Ja, sie bewiesen in solchen Dingen eine Gewandtheit, als hätte man glauben können, oder das hätte man glauben können, sie seien bei gewerbsmäßigen Fälschern, Dieben und Räubern in die Schule gegangen, und viele von ihnen brachten es sogar zu förmlicher Meisterschaft. Ja, hier muss ich mal einen ganz kurzen Kommentar anbringen. Das kann ich so nicht unkommentiert lassen. Man hätte glauben können, sie seien bei gewerbsmäßigen Fälschern, Dieben und Räubern in die Schule gegangen? Nein, die Jesuiten leiten die Schulen für Fälscher, Diebe und Räuber. So muss man das sehen. Das hat sich vielleicht hier selbst der Griesinger so nicht getraut zu sagen. Ja? Die Jesuiten gehen nicht bei Fälschern, Dieben und Räubern in die Schule. Sie sind diejenigen, die die Schulen für Fälscher, Diebe und Räuber überhaupt erst ausrichten und die Leute dazu ausbilden. Und der Meister ist immer besser als der Schüler. Ne? Und deswegen werden die Jesuiten in den meisten Fällen auch mit ihren Taten durchkommen. Fällt dir da vielleicht auch ein Kommentar zu ein, Michael, oder bist du ziemlich sprachlos bei dem, was wir hier lesen? Nein, ich wundere mich eigentlich über gar nichts. Denn, um einen Schlusskommentar vorwegzunehmen, ich merke halt immer, dass es immer weiter ein Prozedere ist oder ein Trick der Jesuiten, halt auf das schwache Geschlecht einzuwirken. Denn die sind ja da mit dem ganzen anderen politischen Rahmen wahrscheinlich auch nicht so vertraut. Und man kann halt als reiner Männerorden, den Jesuiten ja ab einer gewissen Zeit waren und immer noch sind, kann man ja dann auch wunderbar Einfluss nehmen auf das schwache Geschlecht. Beide Seiten haben genug Zeit. Und der Ehemann kriegt also dann über die Jesuitendoktrinen halt immer weiter seinen Weib abspenstig gemacht sozusagen und merkt es dann eventuell gar nicht. Und da sehe ich halt einfach so ein Muster drin. Die Schlange wusste auch, warum sie die Frau angesprochen hat und nicht den Mann, ne? Ja, ja, genau. Das ist genau derselbe Punkt, ja. Das ist dasselbe Muster, ja. Ja. So ließen, fährt der Autor fort, um mit einem recht geringen Beispiel anzufangen, also es gibt noch viel stärkere als das, was wir jetzt lesen, verschiedene sehr reiche und zugleich sehr fromme Einwohner von Bordeaux einen rein silbernen Sarg anfertigen, um darin verschiedene Reliquien auf dem Hochaltar der Hauptkirche auszustellen. Der Jesuiten Superior Russo aber substituierte denselben über Nacht
einen ganz ähnlichen von Blei, den man mit dünnen Silberplättchen belegt hatte, und gewann so für den Orden einige hundert Pfund Silber. So verlegten sich die Patres Cluniac und Marsan im Jesuitenkollegium Angoulême verschiedene Jahre lang förmlich aufs Falschmünzen, zu welcher Operation sie einen abgelegenen Keller benutzten, und ihre Mitbrüder brachten dann die falschen Münzen in Umlauf. Wie aber die Tatsache anno 1641 ruchbar wurde, versetzte man die beiden oben genannten Patres schnellstens in weit entfernte Kollegien und erklärte, man habe sie ihres Verbrechens wegen aus dem Orden gestoßen. So erteilte König Philipp III. Von Spanien den in seinem Reiche wohnenden Söhnen Loyolas die Erlaubnis, das rohe Gold und Silber, das sie aus Amerika, ja, wir erinnern uns an die Reduktion von Paraguay, was sie aus Amerika bezogen, in landesüblicher Währung zu vermünzen, und zwar bis zu einem Betrag von 1.000.000 Piaster, damit sie imstande wären, aus dem Profit in Malaga ein Kollegium zu bauen. Die klugen Herren Patres aber dehnten diese Erlaubnis auf 3 Millionen aus, und die vier Maravide-Stücke, welche sie schlugen, waren so schlecht, dass ein allgemeines Murren darüber entstand. Also jeder konnte diese Fälschung direkt erkennen. Was sind 4 Maravide-Stücke? Der Maravedi, als Goldsmünze auch Marabutin oder Marabutin, war eine mehrere Jahrhunderte lang in Spanien gebräuchliche Münze und Rechnungswährung. Er war die am längsten verwendete Währungseinheit Spaniens. Seine Geschichte begann im 12. Jahrhundert mit der ersten Prägung als ursprünglich münzbildlose Goldmünze von etwa 3,8 Gramm und führte über zahlreiche Abwertungen und die vorübergehende Verwendung als reine Rechnungswährung bis hin zu kleinen Kupfermünzen im Jahre 1854. Das kann man unter anderem in Wikipedia nachlesen, wo ich diese Information her habe. Ja? Also wir sehen, der Marabutin war eine jahrhundertelang in Spanien gebräuchliche Münze, das eine Goldmünze von 3,8 Gramm war am Anfang und dann abgewertet wurde bis hin zu einer kleinen Kupfermünze im Jahr 1854. Ja, als ich das gelesen hatte, da konnte ich mir nicht helfen, um Parallelen zu ziehen zu unserem Geld, was wir haben. Ne? Das ist ja auch nur noch wertloses Papier, was wir im Grunde in der Tasche haben, als so gesagtes Geld. Und das Metall, von dem die Münzen gedruckt sind, hat ja auch noch nicht mal den Wert des Metalls selber, sondern ist weniger wert als das. Man sieht hier irgendwo ein wiederkehrendes Patron. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, aber dieselbe Art und Weise, sich immer auf dieselbe Art und Weise wiederholen. Das ist mit diesem Fall hier ganz genau das Gleiche. Ja, 4 Maravide-Stücke, welche sie schlugen, waren so schlecht, dass ein allgemeines Murren darüber entstand. Ja, es wurde, wenn ein schlechter Schuldner einen Gläubiger nur zur Hälfte bezahlte, von nun an sogar sprichwörtlich zu sagen, er hat seine Schuld mit Maradevis der Jesuiten abgetragen. Und schließlich musste die Regierung den Wert dieser Münzsorten herabsetzen, weil sie niemand mehr für voll nehmen wollte. So ließ anno 1729 in Paris der Pater Decquet aus dem Hause des Herrn Tardif, Ingenieurs und Sekretärs des Marschall Boufflers, in derselben Nacht, da Tardif starb, durch 12 Schuhputzer, die er in der Eile zusammenbrachte, 101 Gemälde von großem Wert gewalttätigerweise und mit einer solchen Hast hinwegschleppen, dass unterwegs 21 derselben verloren gingen, und man produzierte, als man die Polizei gegen ihn requirierte, zur Rechtfertigung seines Raubs ein Wischpapier, auf dem geschrieben stand, Zitat, ich schenke dem Noviziat der Jesuiten zu Paris alle meine Gemälde aus Achtung für den Pater Decquet, meinen Freund, der sie sogleich abholen lassen kann. Den 20. Mai 1729. Tardif. Ende Zitat. Also, so lächerlich wie das für uns klingt, so klang das für die Polizei auch. Wie man aber nun diesen Wischpapier näher untersuchte, zeigte es sich, dass das drauf hingesudelte von Decquet selbst herrührte, und das Polizeigericht verurteilte daher den letzteren, respektive die Jesuiten des Noviziats von Paris, zur sofortigen Rückerstattung der noch vorhandenen sowie zur Vergütung der verlorenen Gemälde, welcher Spruch vom versammelten Publikum mit einem tobenden Jauchzen aufgenommen wurde.
Das erinnert mich an die konstantinische Schenkung. Ja, da könnte es einen dran erinnern, das stimmt. Aber die konstantinische Schenkung hatte noch viel mehr Konsequenzen als dieser Gemälderaub hier. Aber trotzdem, guter Vergleich, Michael. So führten sie in Santa Fe, unweit von Granada in Spanien, ein Stücklein auf, um dessen Erfindung sie der pfiffigste Gauner beneiden dürfte. Und das ich also schon deswegen nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Die Einwohner von Santa Fe hatten nämlich schon im 15. Jahrhundert von dem Königspaar Ferdinand und Isabella die Gerechtsamkeit erhalten, von dem Fluss Senil einen Kanal abzuleiten, und dieser Kanal war für sie von ganz unberechenbarem Wert, weil er ihnen zur Bewässerung ihrer Ländereien diente, die sonst ganz und gar keinen Ertrag geliefert haben würden. Nun erwarben sich aber die Söhne Loyolas im 17. Jahrhundert ganz in der Nähe ebenfalls ein großes Stück Land, und zwar um ein wahres Spottgeld, weil dieses Land keine Wassergerechtsamkeit besaß und also zur Sommerzeit, und man kennt ja die heißen und regenlosen Sommer Granadas, gänzlich austrocknete. Darum ging auch ihr einziges Streben dahin, an der Wassergerechtsamkeit der Bewohner von Santa Fe teilnehmen zu dürfen. Und sie bestürmten solche auf alle Weise, ihnen diese Freiheit zu gestatten. Die Santa Feer ließen sich jedoch durchaus nicht beschwatzen, denn sie konnten, ohne den größten Schaden zu nehmen, auch nicht den kleinsten Teil ihres Wassers entbehren. Und schließlich sahen die Söhne Loyolas ein, dass sie auf dem Wege der Güte und der Überredung nichts auszurichten vermöchten. Da fasste der Pater Fonseca, der Direktor des Kollegiums von Granada, einen verwegenen Entschluss und ließ durch einen Laienbruder, der sich vortrefflich auf die Architektur verstand, in aller Stille eine vollständige Mühle herrichten. Das heißt, man fertigte die einzelnen Teile derselben, als da sind, Balken, Räder, Mühlsteine und was dergleichen mehr ist, und passte sie so vortrefflich zusammen, dass man mit der Aufrichtung des ganzen Werkes in wenigen Stunden fertig werden konnte. Also, wir haben den Jesuiten auch den ersten Fertigbau mehr oder weniger zu verdanken, wie wir hier lesen, ne? Endlich war der Baumeister mit seinen Vorbereitungen zu Ende, und man lud von, und man lud, und nun lud man alles, also das Holzwerk, die Steine und das sonstige Zubehör, eines schönen Abends auf Wägen, um damit bis an eine gewisse Stelle, wo man das Eigentum der Jesuiten beinahe an den Bewässerungskanal stieß, zu fahren. Dort angekommen, ging der Laienbruder mit Hilfe seiner Zimmergesellen augenblicklich die Aufrichtung der Mühle, während er zugleich die bereitstehenden Knechte aus den benachbarten jesuitischen Meiereien anwies, einen Graben bis an den Bewässerungskanal zu ziehen, damit die Mühle Wasser bekäme. In wenigen Stunden war alles getan, und als der Tag anbrach, klapperte das Mühlwerk so lustig, als wenn es selbst eine Freude an seiner Existenz hätte. Darauf setzte ein mitgenommener Notar, dem man für seine Mühe gut bezahlte, ein Instrument auf, worin er ausführte, wie er die besagte Mühle auf dem der Jesuitenangehörigen Grund und Boden ohne eine einzige Einrede hätte mahlen sehen, und dass das Instrument fertig und von mehr als 20 Augenzeugen unterschrieben worden war, schob es der Pater Fonseca mit triumphierenden Lächeln in die Tasche. Wer, so dachte er, wird nunmehr imstande sein, uns die Mühle abzusprechen, und wenn man dies nicht kann, wer will uns den Mühlgraben nehmen, mit dem wir unsere unfruchtbaren Ländereien in die herrlichste Pflanzung umwandeln können? Sein Jubel kam jedoch ein klein wenig zu früh, denn kaum erfuhren die Bewohner von Santa Fe, was in der Nacht vorgegangen sei, da zogen sie unter dem Kommando ihres Stadtvorstands Thomas Muros, eines ebenso tapferen als klugen Mannes, auf die Mühle los, rissen sie vollständig nieder und stampften den Mühlengraben so fest zu, dass das Wasser wieder seinen alten Weg nahm. Natürlich klagten sofort die Jesuiten bei der Justizkanzlei von Granada, legten derselben das Dokument vor, worin ihnen der ruhige Besitz der Mühle bezeugt wurde, und richtig, der Gerichtshof, dessen meiste Mitglieder auf ihrer Seite standen, natürlich, ließ sich nicht nur auf die Klage ein, sondern befahl auch sofort, die Rädelsführer bei dem Zerstörungswerk ins Gefängnis abzuführen.
Der Prozess schien also einen für die Söhne Loyolas sehr günstigen Verlauf nehmen zu wollen. Und da dieselben kein Geld sparten, um die Richter für sich zu gewinnen, so wären die Einwohner von Sankta Fe um ein kleines dazu verurteilt worden, die niedergerissene Mühle auf ihre Kosten wieder aufzubauen. Dies verhinderte jedoch der vornehmste unter den Mitgliedern des Gerichtshofs, nämlich der ebenso kluge als rechtliche Don Paul Vázquez de Aguilar, welcher für alle Bestechung unzugänglich war. Und auf seine beredte Auseinandersetzung der wahren Sachlage hin, eine Auseinandersetzung, welche das Recht der Einwohner von Sankta Fe sowie die räuberische Handlungsweise der Söhne Loyolas aufs Klarste bewies, wagte es keiner seiner Kollegen, eine widersprechende Meinung zu äußern. Somit ging der Antrag Aguilars, die Jesuiten mit ihrer Klage abzuweisen, einstimmig durch und die gefangengesetzten Sankta Feer erhielten sofort ihre Freiheit wieder. Auch hüteten sich die Söhne Loyolas gar wohl, je wieder einen Anspruch auf die bewussten Wässerungsgräben zu erheben und die Vernünftigeren unter ihnen hätten sogar viel darum gegeben, wenn die ganze Geschichte gar nicht vorgekommen wäre, denn es ließ sich keineswegs in Abrede ziehen, dass durch dieselbe aller Glauben an ihre Frömmigkeit beim Volk vernichtet wurde. Ja, und bevor der Autor jetzt fortfährt und uns erzählt, dass er noch viele solcher Geschichten erzählen kann, möchte ich mal kurz eine Geschichte erzählen zum besseren Verständnis, worauf der Autor hier in diesem Fall nicht so gut eingeht und wofür es so wichtig ist, so unerlässlich ist, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir die wahre Geschichte kennen. Wir lesen hier von diesen Fällen, wo die Jesuiten vor Gericht gezogen wurden und wo sie teilweise das Gericht sich erkauft haben. Die Fälle, von denen wir hier sprechen, sind aber alles Fälle, die sich im 16. oder im Anfang des 17. oder auch 18. Jahrhunderts zugezogen haben. Wir wissen, dass die Jesuiten erst Anfang des 18. Jahrhunderts, rund 1711, angefangen haben, die Freimaurerei komplett zu übernehmen. Das kann man ganz offiziell nachforschen. Das ist gar keine große Kunst, sich darüber zu informieren. Die Jesuiten haben die höchsten Ränge der Freimaurer bis zum 33. Grad des schottischen Rites erfunden und eingeführt und haben die Freimaurerei kontrolliert. Und was ist jetzt der wichtige Punkt? Dass ab dem Zeitpunkt an die meisten Leute, die in der Judikative zu Werk gestellt werden, also Anwälte, Staatsanwälte und Richter, meistens in Freimaurerorganisationen aufgenommen waren. Und da diese Freimaurerorganisationen an der Spitze von Jesuiten kontrolliert waren, haben die Jesuiten ab Anfang des 18. Jahrhunderts sichergestellt, dass die Gerichte normalerweise zu ihren Gunsten aussagen. Wir lesen hier immer von, zum Beispiel bei dem Viane, dass der sich einen Anwalt genommen hat. Heutzutage funktioniert das nicht mehr, weil 90% oder mehr als 90% der Anwälte sind in irgendeiner Geheimorganisation. Und zwar aus dem einfachen Grunde schon, weil sie ihre Schulen und Universitäten nur besucht haben, weil die Jesuiten es zugestanden haben. Die Leute, die heute diese Ausbildung bekommen, die als Anwalt oder Staatsanwalt oder Richter fungieren, sind alle durch jesuitische Schulen gelaufen und sind auf ein oder andere Art und Weise immer irgendwie mit den Jesuiten verbunden. Ist es durch Freimaurerei oder durch eine andere Gesellschaft? Als ich mit Brett Norman und letztens das Buch gelesen hatte von Code Word Babylon, bei dem uns Michael in den letzten Lesungen auch begleitet hat, da hatten wir gelesen über diese Gesellschaften, diese griechischen Namengesellschaften aus den amerikanischen Universitäten. Phi Beta Kappa und sowas. Habt ihr auch sicher schon von gehört. Und das sind alles Entree-Levels, also Eingangsformen für Jesuiten. Jesuiten-kontrollierte Geheimgesellschaften. Diese Sororities, wie man das im Englischen heißt, mir fällt da jetzt gerade kein deutsches Wort zu ein, wie Phi Beta Kappa und wie sie alle heißen, diese mit griechischen Namen versehenen Gesellschaften, sind alles Gesellschaften, die eine offene und eine geheime Lehre haben, genauso wie wir das kennen von Skull and Bones an der Yale-Universität und von vielen anderen Gesellschaften, die vergleichbar sind mit Skull and Bones. Wenn ihr euch damit mal beschäftigt, dann werdet ihr lernen,
dass Skull and Bones nur eine von diesen Geheimgesellschaften jetzt von der Yale-Universität ist, aber dass es das in beinahe jeder amerikanischen Universität gibt. Und dass die ganzen Leute, die diese bestimmten Richtungen studieren, immer Mitglieder von diesen Gesellschaften sind und von daher immer Jesuiten kontrolliert sind. Und von daher, damals hat es die Jesuiten noch viel Geld gekostet, die Richter oder Anwälte oder Staatsanwälte zu bezahlen, um ihren Willen durchgesetzt zu bekommen. Und deswegen war es für sie so wichtig, die Freimaurerei zu kontrollieren, weil viele von diesen Leuten wollen sich nicht der römisch-katholischen Kirche anschließen und denken dann durch die in der Freimaurerei zu gehen, eben nicht die Dienste der römisch-katholischen Kirche zu verrichten. Was sie aber unwissentlich tun, weil die Jesuiten kontrollieren beide Seiten. So wie sie die rechte und die linke Seite im Parteiensystem eines Landes kontrollieren, so kontrollieren sie auch die Freimaurerei auf der einen und die römisch-katholischen Ritterorden auf der anderen Seite. Alles ist unter ihrer Kontrolle. Ja? Und die Fälle, die wir hier gerade lesen, und der Autor geht da jetzt leider überhaupt nicht drauf ein, auf das, was ich euch jetzt hier erzähle, ist unglaublich wichtig zu unserem Verständnis. Das ist der Grund, weshalb die Jesuiten all diese Geheimgesellschaften errichtet haben und kontrollieren von Anfang an. Aber das dauert natürlich eine Zeit aus dem 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts, wo sie entstanden sind, bis jetzt knapp 200 Jahre später, wo diese ganzen Fälle vorkommen. Das dauert eine Weile, diese Saat zu säen und dann die Ernte einzufahren. Und ab Mitte des 18. Jahrhunderts oder doch spätestens ab ungefähr dem 19. Jahrhundert ist das ganz selten noch der Fall, dass man von einem Fall sprechen kann, dass ein Gericht, wenn es um einen Prozess gegen Jesuiten geht, auch noch tatsächlich ein Gerichtsurteil fällt, das gegen die Jesuiten geht. Und ich möchte dann noch mal ganz kurz, um das zum Abschluss zu bringen, einen Fall anholen. Und das ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert der Fall von John Surratt. John Surratt, der Sohn von Mary Surratt, der einer der Hauptverschwörer war gegen den Anschlag von Abraham Lincoln, den amerikanischen Präsidenten, den sie dann rausgeschleust hatten aus Amerika über Kanada und England bis nach Italien und den sie dann gefunden hatten als Mitglied der Schweizer Garde, die den Papst bewacht. Haben ihn dann aber aus Rom, aus dem Vatikan mitgenommen, nach Amerika verschifft, vor ein Gericht gestellt. Das Problem ist nur, dass das gesamte Gericht, Richter, Ankläger und alles und Anwälte waren alle von Jesuiten kontrolliert. Und John Surratt wurde, glaubt's oder glaubt's nicht, ihr könnt es ja nachlesen, ist ja geschichtlich bewiesen, freigesprochen. Ja? Das ist die Gerechtigkeit, die man bekommt, wenn die Jesuiten alles unter Kontrolle haben. Und deswegen ist Recht und Gerechtigkeit zweierlei Dinge. Man kann Recht haben, aber man bekommt deswegen noch lange kein Recht. Gerechtigkeit gibt es nur auf Basis der Gerechtigkeit der Jesuiten. Und deren Gerechtigkeit ist, dass der Zweck die Mittel heiligt. Oder, wie sagt man das noch? Ich bin da letztens wieder drauf gekommen. Rechtfertigt. Der Zweck rechtfertigt die Mittel, die gebraucht werden. Michael, hast du da vielleicht auch noch eine Bemerkung zu? Ja, ich musste mich jetzt gerade mal so ein bisschen schmunzeln bei der Geschichte mit den ganzen Lehrer und Universitäten und Fakultäten. Also diese Sorority heißt übrigens Studentenverein, also Ja, Studentengemeinschaft. genau, ja. Auf solche Naja. einfachen Dinge komme ich einfach manchmal nicht. Nee, Entschuldigung, man ja. ist halt einfach auch sehr oft im englischen, anglikanischen Sprachgebrauch ja da unterwegs, ne? Und dann bürgert sich das so ein. Aber das ist halt so heutzutage so unheimlich verbreitet, diese ganze Lehre, weil sie halt einfach sehr subtil auch in den ganzen Lehrberufen und vor allen Dingen in den pädagogischen Berufen so verbreitet ist, dass man halt so unendlich schlau ist als Mensch und dass man halt in einer Quelle der Weisheit sitzt und dass im Menschen alles ist und so weiter und so fort. Das kommt halt durch diese ganze Philosophie, meiner Meinung nach, aus Latein Philosophia, Liebe zur Weisheit, wird es übersetzt. Und du weißt ja, was über weise Menschen in der Bibel gesagt wird, weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und heutzutage sind ja so viele Sozialpsychologen, Pädagogen, Streetworker etc. pp. Unterwegs, sicher ganz viele in gutem Glauben, in guter Absicht, aber denen wurde halt alles eingetrichtert und beigebracht, dass sie selber halt einfach nur in einer unendlichen Quelle der Weisheit säßen und alles erklären könnten und sich halt einfach so mit Gott gleich machen. Und deswegen ist für Gott in den ganzen psychologischen Wissenschaften kein Platz in dem Erklärungsmodell. Da wird alles von Menschen, für Menschen, über Menschen erklärt.
Und das ist natürlich auch eine Geschichte, wo sich viele Menschen dann erhöhen und sagen, ich kann alles erklären, ich habe studiert, ich bin die einzige Autorität und so weiter und so fort. Und man wird den Menschen einfach nicht gerecht, weil es halt einfach eine völlige Anmaßung ist, nur weil man auf einem Gebiet jetzt der absolute Fachmann ist, muss man noch trotzdem nicht weise sein. Und es hat meiner Meinung nach auch den absolut negativen Effekt, dass man sich für unheimlich schlau hält und dass man dann halt auf andere herabschaut und sich halt über andere erhebt. Und da ist ja genau die Gefahr, die aus Jesaja 14, 12 kommt, wo halt die negative Seite, sprich der Teufel damals in Form von Luzifer im Himmel gesagt hat, ich möchte mich über den Allmächtigen erheben. Und dieses Erheben, dieses erhebende Gefühl ist halt so dieses erste Stardom, diese erste Star-Eigenschaft, dieses erste angebetet werden. Da liegt meiner Meinung nach die Gefahr drin, weil die Menschen halt einfach nur dem stumpfsinnig glauben, was sie in ihren Fakultäten, Universitäten und von ihren ganzen Vorbildern da vorgelebt bekommen. Und das muss nicht die Wahrheit sein, weil die wiederum auch der Tradition folgend nur die Sachen wiederkäuen und wieder beten sozusagen, die sie von ihren Lehrern bekommen haben. Aber die meisten können halt nicht oder viele tun sich halt schwer damit, selbsttätig zu denken und selbsttätig mal eigene Untersuchungen anzustellen. Und es gibt halt einfach Dinge, da bist du halt einfach mit deinem menschlichen Verstand völlig aufgeschmissen. Und diese Demut, diese Bescheidenheit fehlt halt vielen, die von der Universität kommen, habe ich festgestellt. Die glauben halt, alles anhand von theoretischen Modellen erklären zu können. Und da liegt meiner Meinung nach die ganz große Gefahr drin. Und da haben die Jesuiten dann leichtes Spiel, weil diese Menschen halt durch diese Indoktrination, die schon im Kleinkindalter anfängt, halt überhaupt nicht gelernt haben, dass es noch ganz andere Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, wie Goethe beispielsweise mal gesagt hat, oder dass es halt einfach Dinge gibt, die da gelehrt werden, die absoluter Nonsens sind und die man einfach nicht weiter so verfolgen sollte. War wieder ein Schlusswort, ne? Hochmut kommt vor dem Fall, sagt Ja, man, ja. nicht? Und dieser Egoismus führt zu Übermut. Ja. Und dieser Übermut hat auch meistens irgendeinen Fall zur Folge. Und man kann natürlich das auch irgendwo sehen, dass die Jesuiten das so bunt getrieben haben, dass, obwohl es teilweise von den Jesuiten selber geplant war, von Lorenzo Ricci, das Verbot des Ordens 1773 auch wirklich daraus resultierte, weil die Welt einfach die Schnauze voll hatte. Nach dem Motto, dem Teufel wurden seine eigenen Werke bereits zu teuflisch. So könnte man das vielleicht sehen, wenn man die römisch-katholische Kirche dabei beschaut. Aber wie gesagt, das Verbot der Jesuiten war von langer Hand vorbereitet und dann von Lorenzo Ricci ausgeführt worden, um den Orden zu säkularisieren. Und die Säkularisierung des Ordens Ende des 18. Jahrhunderts hat ja leider zur Folge, dass wir heute einen Jesuiten hinter jedem Stein vermuten müssen, dass wir einen Jesuiten hinter jedem Bürger, hinter jedem Beruf vermuten müssen, also sollten, sage ich mal, aber es oftmals nicht tun und da leben die von. Ja, die Jesuiten sagen sich selber in ihrem Eid, dass sie alles für jeden sind oder jedermann für jeden darstellen können. Ja, sie können sich als alles Mögliche vortun. Nur mein Punkt, auf den ich jetzt hierauf hinaus wollte, war, warum haben die Jesuiten hier teilweise noch Fälle verloren? Und zwar wichtige Fälle, in denen es um viel Geld, viel Grundbesitz und viel Anerkennung und alles ging, weil sie noch nicht alle Dinge vollständig kontrolliert hatten. Zu dem Zeitpunkt. Heute ist das anders. Selbst vor 100 Jahren war das anders. Aber was wir hier lesen, die Fälle aus dem 17. und 18. Jahrhundert, da gab es eben teilweise noch Gerechtigkeit. Wenn ich heute zu einem Anwalt gehe, dann bin ich automatisch mit einer Person involviert, die eine jesuitische Ausbildung genossen hat und die auch immer im jesuitischen Sinne handeln wird und nicht in dem Sinne, den ich als gerecht empfinde, wenn ich mein Gewissen auf der Bibel aufbaue. Weil auf der Bibel bauen die schon mal gar nichts auf. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Man kann sich ja sonst fragen von Jörg, warum liest du hier solche Fälle, wo die Jesuiten zum Richter gehen? Beim Richter kriegt man doch kein Recht. Nee, heute nicht mehr. Damals, bevor die aber alle kontrolliert waren, gab es schon noch Fälle, wo man noch Recht bekam. Das werden wir auch in der Zukunft in diesem Buch noch lesen. Nur
Ich bin jetzt auf bis auf über Seite 100, 103 bin ich, glaube ich, vorgekommen in der Vorbereitung der Lesung. Und der Autor selbst geht da nicht drauf ein. Und deswegen, das möchte ich jetzt eben abschließend zu diesem Kommentar sagen, dann fahre ich mit der Lesung gleich fort. Deswegen finde ich persönlich es so wichtig, so ein Buch nicht nur selbst zu lesen, sondern auch solche Erklärungen damit beizunehmen, weil das Verständnis hoffentlich, das ist zumindest meine Absicht, durch diese Erklärung erweitert wird und dass man Hintergründe versteht, wenn man A, die Bibel als Grundstein nimmt und B, verschiedene Geschichtsstudien durch vergleichbare andere Bücher gelesen zu haben, gemacht hat, dass man dadurch ein ganz anderes Bild drauf kriegt und das Verständnis viel deutlicher ist. Ja, sonst steht man da und liest diese Dinge im Grunde wie die eine Geschichte nach der anderen, die der Griesinger hier aufzählt und kann da teilweise mit lachen, kann da teilweise mit weinen, aber im Endeffekt sagt man, okay, das sind halt alles nur Geschichten, aber warum ist das so? Warum haben die Jesuiten teilweise Fälle verloren? Weil sie noch nicht die ganze Kontrolle hatten zu der Zeit. Und das ist eben wichtig zu verstehen und heute ist das anders. Heute haben sie in der Hinsicht die totale Kontrolle. Die Jesuiten sind heutzutage 2018 so übermütig, wie die römisch-katholische Kirche es zu Anfang des 16. Jahrhunderts war. Und als die römisch-katholische Kirche zu Anfang des 16. Jahrhunderts erklärte, es gibt keinen Ketzer mehr, da stand Martin Luther da und hat die 95 Thesen an die Kirchentür genagelt. Das mal eben zur Geschichte. Gut, fahren wir fort. Der gleichen Geschichten, sagt Griesinger, könnte ich noch Dutzende erzählen. Doch um den Leser nicht zu ermüden, sondern zu belustigen, will ich jetzt mal sagen, will ich jetzt lieber gleich auf solche übergehen, bei denen es sich nicht bloß um wenige Hunderte oder Tausende handelte, sondern um Zehn- und Hunderttausende oder gar um noch mehr. Selbst hier aber gebietet mir die Furcht vor allzu großer Weitschweifigkeit, eine Auswahl zu treffen, und ich bescheide mich also mit drei en gros Raubhistorien, von denen übrigens immer eine stärker ist als die andere. Doch zur Sache. Im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ließ sich in Nantes, also im Südfrankreich, ein alter Matrose nieder, welcher sich Grier hieß, und dessen ganze Familie aus einer erwachsenen Tochter bestand, die früher, solange der Vater zur See war, mit ihrer nunmehr verstorbenen Mutter zu Orléans gelebt hatte. Der Matrose war anscheinend sehr arm und verrichtete daher, um wenigstens etwas zu verdienen, die geringsten Handarbeiten. Die Tochter aber machte sich als Wäscherin nützlich, oder Wascherin, wie es hier steht, als Wascherin nützlich, und ging vom Morgen bis zum Abend nie müßig. So schlugen sie sich mehrere Jahre lang ordentlich durch, und da sie der Staat nicht oder da sie der Stadt nicht zur Last fielen, so hatte niemand besondere Acht auf sie. Da fing der alte Grillet mit dem Jahre 1713 zu kränkeln an, und da es bald so weit kam, dass man für sein Leben befürchten musste, so sorgte die Tochter natürlich auch für einen Beichtvater. Ihre Wahl fiel auf den Pater Drouet, einen der angesehensten unter den Jesuitenpatres der Stadt, und derselbe übernahm auch wirklich den Posten, obwohl erst nach langem Widerstreben. Denn der alte Grier galt, wie bereits gesagt, für sehr arm, und um die Seelen der Armen haben sich die Söhne Loyolas nie viel bekümmert. Drouet besuchte also sein neues Beichtkind von Zeit zu Zeit, und diese Besuche waren immer sehr angelegt, weil der alte, kranke Mann, der das Bett nicht mehr verlassen konnte, in seiner Einsamkeit, die Tochter konnte nicht zu Hause bleiben, weil sie sonst das zum Unterhalt nötige Geld nicht verdient hätte, meist ganz trostlos dalag. Dessen ungeachtet ließ sich der Pater keineswegs auf öfteren Besuch ein, und auch die wenigen, die er machte, kürzte er so viel als möglich ab, ohne Zweifel, weil ihn die Armseligkeit der Umgebung und der üble Geruch des Elends anekelte. Eines Tages nun kam er zu einer ungewöhnlichen Zeit. Und wie erstaunte er da nicht, als er den Grier außerhalb des Bettes auf dem Boden kauernd sah. Wie unendlich großartig aber wuchs dieses Staunen noch, als er leise von hinten näher herantretend fand, mit was sich der alte Mann beschäftigte. Derselbe hatte nämlich eine Kiste, die der Pater schon oftmals unter dem Bett bemerkt hatte, geöffnet, vor sich stehen, und in dem Inhalt dieser Kiste wühlte er mit beiden Händen herum. Worin bestand jedoch dieser Inhalt? In nichts als schweren Goldstücken, deren Zahl wohl an die 60.000 betragen mochte.
Man denke sich einen solchen Anblick in einer Stube, die einer Bettlerwohnung glich. Man denke sich einen solchen Reichtum bei einem Manne, der vor Elend und Not fast verkümmerte. Da war wohl Grund vorhanden, dass der Pater vor Staunen fast außer sich kam. Umgekehrt war aber auch Grund vorhanden, dass der alte Greh vor Schrecken beinahe einen Schlag bekam, als er des Paters ansichtig wurde, denn er hatte bis jetzt keine Seele in das Geheimnis seines Reichtums eingeweiht und seinen Schatz nur dann sich zur Augenweide dienen lassen, wenn er sich ganz allein wusste. Vor allem wollte nunmehr der Pater wissen, woher die Reichtümer kämen, und es stellte sich sofort heraus, dass Grier in früheren Tagen der Anführer eines Seeräuberschiffs gewesen war, mit dem er die Buchten des stillen Ozeans unsicher gemacht hatte. Darauf trieb den Pater die Neugierde, sich genauere Kunde darüber zu verschaffen, wie hoch die Reichtümer sich beliefen, und er ruhte deshalb nicht, bis er nach zweimaligen eigenhändigen Durchzählen sicher genug wusste, dass es der Goldstücke 60.000, nicht mehr, nicht weniger seien. Endlich quälte ihn der Gedanke, es könnte der alte Mann, dessen Geist ebenso gebrechlich zu werden anfing, als es sein Körper bereits war, sich verleiten lassen, noch einen Dritten in das Geheimnis des vorhandenen Schatzes einzuweihen, und er legte daher demselben aufs Dringlichste ans Herz, doch ja gegen jedermann, selbst gegen seine Tochter, das tiefste Stillschweigen hierüber zu bewahren. Der Alte versprach's mit einem teuren Eide, und beruhigt entfernte sich der Pater, fest überzeugt, dass der andere schon des Geistes wegen, mit dem er seinen Schatz bewachte, sein Wort halten werde. Derselbe hielt es auch. Allein trotzdem gab es, wie es sich hernachmals herausstellte, noch ein paar weitere Menschen, die um die Sache wussten, nämlich ein ebenfalls äußerst armes Ehepaar, welches ein an das Zimmer Griers anstoßendes Gemach bewohnte und durch eine Ritze in der Wand die ganze Szene mit angesehen und alle gesprochenen Worte mit angehört hatte. Weil übrigens diese zwei, der Mann wie die Frau, sei es aus Furcht, sei es aus anderen Endzweckes wegen, kein Wort darüber verlauten ließen, dass sie das Geheimnis kannten, so konnte natürlich der Pater auch nichts davon ahnen, sondern er war und blieb vielmehr der festen Überzeugung, außer dem kranken alten Mann kenne nur er allein den Inhalt der Holzkiste unter der Bettlade. Was war nun aber zu tun? So viel stand fest in diesem echten Sohne Loyolas, dass der Inhalt der besagten Kiste Eigentum der Gesellschaft Jesu werden müsste. Über das Wie dagegen konnte er einige Zeit lang nicht mit sich ins Reine kommen. Und er probierte es bald auf diese, bald auf jene Weise. Zuerst machte er sich in den vielen Stunden, die er von nun an tagtäglich bei dem Kranken zubrachte, daran, den Letzteren zu überreden, dass das viele Geld in der armseligen Behausung, die Grier innehatte, nicht sicher sei und dass es daher die Klugheit erfordere, dasselbe in das Kollegium der Jesuiten, wo man es besser verwahren konnte, hinüberzuschaffen. Weil aber Grier sich hingegen aufs Heftigste sträubte und erklärte, sich nun und nimmermehr von seinem Schatze trennen zu wollen, musste davon abgestanden und ein anderer Plan ersonnen werden. Endlich, nach langem Besinnen, fand sich dieser andere Plan. Der Pater sagte nämlich seinem Beichtsohn unaufhörlich vor, dass die vielen Sünden, welche er als Seeräuber begangen, durch die gewöhnlichen Mittel der Seelenmessen und dergleichen gar nicht getilgt werden könnten, sondern dass seine Seele ewig verdammt bleiben müsste, wenn er nicht in dem Habit eines Jesuiten stürbe. Nur allein nämlich die Söhne Loyolas hatten das Vorrecht, unmittelbar nach dem Tode in den Himmel versetzt zu werden, indem, sobald ein Jesuite auf den Tod darniederliege, Christus selbst regelmäßig an das Sterbebette trete und trotz allen Teufeln die Seele mit sich zur Himmelspforte hineintrage. Somit bleibe nichts übrig, als dass sich Grier in die Gesellschaft Jesu aufnehmen lasse, und hiezu wolle er, der Pater, ihm aus ganz besonderem Wohlwollen behülflich sein.
Solches und anderes Ähnliches bekam der frühere Seeräuber fast allstündlich zu hören, und was war natürlicher, als dass er diesen Worten Glauben schenkend den Pater Drouet endlich flehentlich bat, mit seiner Übersiedlung ins Jesuiten-Noviziat nicht länger mehr zu zögern. Der Pater willigte ein, und eines Abends, als die Tochter Griers von ihrer Arbeit nach Hause zurückkehrte, fand sie zu ihrem größten Erstaunen, denn man hatte alles ganz heimlich betrieben, dass ihr Vater mit seiner Kiste verschwunden sei, ohne dass man ihr auch nur hinterlassen hätte, wohin er sich gewendet habe. Lange sollte sie jedoch nicht in der Ungewissheit bleiben, sondern es kamen der gesprächigen Nachbarn gar viele herbei, welche ihr von der Sänfte, in der man ihren Vater getragen, und von dem Karren, auf dem man die schwere Kiste geführt, erzählten. Endlich, tief in der Nacht, stellte sich auch das Ehepaar, welches das Nachbarzimmer bewohnte, ein, und nun erfuhr die arme Tochter vollends das ganze Geheimnis, von dem sie bisher auch nicht die geringste Ahnung gehabt hatte. Den anderen Morgen nun war es ihr erstes, den Pater Drouet im Jesuitenkollegium aufzusuchen. Man wies sie ins Noviziat und sie eilte dorthin. Wie sie aber eintraf, fand sie die da selbst befindlichen Söhne Loyolas in der größten Verwirrung, denn der alte Grier hatte soeben das Zeitliche gesegnet, noch ehe man die Zeremonie der Aufnahme unter die Novizen mit ihm hatte vornehmen können. Sofort verlangte die Tochter die Verlassenschaft ihres Vaters, insbesondere den schweren Koffer mit seinem Inhalte heraus. Allein man wies ihr kurzweg die Türe. Darauf wandte sie sich auf den Rat von Bekannten an einen ehrlichen Advokaten. Das ist heutzutage ein Oxymoron, ein Widerspruch. Es gibt so wenig ehrliche Advokaten, wie es ehrliche Jesuiten gibt. Und dieser drohte dem Pater Drouet und Genossen in ihrem Namen mit einer Kriminalklage. Zugleich machte er seine Klientin darauf aufmerksam, dass ihr zwei Dinge zur Gewinnung des Prozesses mangelten. Erstens die gehörigen Beweismittel, weil das Ehepaar, das alles mit ansah, sich nicht im Zimmer selbst, sondern im Nebenzimmer befand. Und zweitens, was noch viel notwendiger sei, das Geld zur Führung des Streites. Man braucht Geld, um zu Geld zu kommen. Ne? Manche Dinge ändern sich nie. Es solle daher, setzte der Anwalt wohlmeinend hinzu, lieber einen mageren Vergleich eingehen, statt alles aufs Spiel zu setzen, denn die Jesuiten würden gewiss all ihren Einfluss und all ihr ungeheures Vermögen aufbieten, um die Sache zu einem siegreichen Ende zu bringen. Dieser Rat war gut, und die arme Wäscherin beschloss, ihm zu folgen. Darum, als gleich darauf der Pater Guimond an sie abgesandt wurde, um mit ihr gütlich zu unterhandeln, begnügte sie sich mit einer Abfindungssumme von 4000 Livres. Und damit hatte die ganze Geschichte ein Ende. Dessen ungeachtet aber wurde dieselbe doch ruchbar, und alle Welt war einstimmig in dem verächtlichen Urteil, dass die Juristen der Stadt über diesen schändlichen Raub der Söhne Loyolas ganz ungescheut aussprachen. Das war ein interessanter erster von mehreren Fällen, die der Autor hier uns mitteilt. Und bevor wir in den nächsten Fall gehen, da muss ich euch vertrösten auf die nächste Sendung, weil hier werden wir jetzt nach einer knappen Stunde die Lesung für heute beenden. Ein Anwalt, der so kurzsichtig ist, um diesen offensichtlichen Fall nicht anzugehen, weil er nicht bezahlt werden würde und deswegen die Dame zu einem Vergleich für 4000 Livre bringt, der hat seinen Job entweder nicht gut gemacht oder war selbst von den Jesuiten wohl bezahlt, um die Jesuiten so billig davon wegkommen zu lassen. Denke ich mal. Das, was Michael vor ein paar Minuten als Kommentar zugefügt hat, fand ich sehr wertvoll. Und zusammen mit dem Kommentar, den ich genommen habe, ist das vielleicht auch eine Sache, dass wir neben den paar Seiten, die wir gelesen haben, einige Dinge sind, über die man mal in Ruhe nachdenken sollte und die man in seine Nachforschung mit einbeziehen sollte, um ein klareres Bild von diesen Angelegenheiten zu bekommen. Jetzt zum Ende der Lösung möchte ich gerne Michael noch das vorletzte Wort erteilen, weil das letzte hab wie immer ich. Bitte, Michael. Ja, einer muss das letzte Wort haben. Ja.
Zu den Verteidigern und Rechtsanwälten, da gibt es eine schöne Anekdote von 15. Dezember 1726, da hat der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen eine Kabinettsorder erlassen, dass Advokati schwarze Mäntel bitte tragen, damit man die Spitzbuben schon von weitem erkennt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, dass mir im Laufe dieser Lesung eigentlich klar geworden ist, dass du ja öfters die Maxime ausgegeben hast, dass wir alle mehr oder weniger unbewusst römisch-katholisch erzogen worden sind. Aber im Endeffekt kann man das ja noch weiter spezifizieren und aufdröseln, indem man sagt, wir sind eigentlich jesuitisch indoktriniert, ohne das zu wissen auch. Mhm. Und weil die ja seit dem 1590er Jahren damals das Schulsystem sozusagen bestimmen über dieses Ratio Studiorum. Mhm. Und deswegen finde ich es halt einfach so unheimlich plausibel, dass die Menschen halt in ihrem System drinbleiben und dann halt völlig aus den Wolken fallen, wenn man denen halt die wirkliche Version der Geschichte erzählt. Weil sie halt natürlich in der absoluten Majorität, in der absoluten Mehrheit sind und sich dadurch bestätigt fühlen, weil ja alle so denken, weil ja alle so handeln, weil ja alle so glauben. Wie kann das falsch sein, wenn ja alle dasselbe glauben, wenn alle dasselbe sich so ähnlich verhalten? Und ich denke, da muss man halt einfach so weit zurück in die Geschichte, dass es für die Leute halt einfach da nicht mehr nachvollziehbar ist. Das ist genau diese Tradition, die römisch-katholische Kirche im Glauben verfolgt. So ist es die Tradition der Jesuiten, die es mittlerweile in den sogenannten Erziehungswissenschaften oder in den ganzen Bildungsanstalten verfolgt. Es ist mittlerweile alles so lange her, das ist so weit Tradition, dass niemand mehr die Ursprünge kennt oder sich damit beschäftigt. Das wäre mein Schlusswort. Ja, danke dafür, Michael. Es gibt ja diese Sendung im zweiten deutschen Fernsehen, glaube ich, das heißt Neues aus der Anstalt. Soll so eine, so eine kabaristische Sendung sein, wo über Politik und solche Sachen gescherzt wird. Mhm. Und der Satz, den du gerade eben sagtest, eben, dass diese ganzen Anstalten eben von den Jesuiten geführt werden, genau das ist eben auch mit diesem Neuen aus der Anstalt im Fernsehen. Die Leute lachen über ihren eigenen Untergang. Ja, sie lachen noch, wo ihnen die Adern aufgeschnitten werden und das Blut rausspritzt, weil das sieht ja ganz lustig aus, wie das da rauspulst, und sie begreifen gar nicht, was mit ihnen passiert. Du führst immer das Ratio Studiorum an von 1590, das ist, wo das offizielle Schreiben erschien, aber wir haben ja bereits im ersten Buch von Griesinger auch gelernt, dass die allerersten Schritte, die die Jesuiten machen, wenn sie sich irgendwo niederlassen, dann gehen sie gleich in die allerhöchsten Ränge, und von den allerhöchsten Rängen werden sie dann immer probieren, Schulen und solche Dinge zu errichten, Schulen, Universitäten überzunehmen. Das war also von Anfang an ihr Credo. Sie mussten die Ausbildung der Leute übernehmen. Und zwar von je früher, desto besser. Zu Anfang haben sie sich auf die Universitäten geschürzt, die anderen Schulen, die dann später erst entstanden, da haben sie dann später mit Vorlieb genommen. Aber sie haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass sie die Jesuiten, dass sie die Universitäten schnell unter Kontrolle haben. Und das war natürlich Teil des Ratio Studiorum. Das mag dann 1590 erschienen sein, aber es war die Politik der Jesuiten von 1540 an, wo sie ordiniert wurden als Orden. Wollte ich nur mal eben dazufügen. Aber das Ratio Studiorum da anzuführen, ist ja auch nicht ganz verkehrt für die Leute, die das noch nicht kennen. Da geht es um den Punkt, der in Herrscher des Bösen angesprochen wurde, die Medici-Lehrmethode oder Lernmethode und das Lernen gegen das Lernen. Das Lernen der Bibel setzen gegen das gnostische Lernen in dieser Welt. Und das ist das, womit wir heute nur noch indoktriniert werden. Dann hast du einen anderen wichtigen Punkt angeholt, dass du gesagt hast, ich meinte, dass wir ja alle ohne unser eigenes Wissen katholisch erzogen werden, und dass du das eigentlich noch zuspitzen könntest und sagen würde, dass wir jesuitisch erzogen werden. Da möchte ich nur noch eben kurz einen Tipp drauf geben für die Leute, die das Video noch nicht kennen, die Englisch können. Die müssen sich ganz unbedingt auf dem Kanal, auf dem dieses Video hier zuerst erscheint, Jogless War und Disinfo, das Video anschauen von Richard Bennett, Vatican Control Through Civil Law. Ja? Wer Englisch kennt, der gibt das bitte in die Suchmaschine von YouTube oben ein. Vatican Control Through Civil Law, also die vatikanische Kontrolle durch das Zivilgesetz, und hört sich den Vortrag von Richard Bennett, der selbst 22 Jahre Priester der römisch-katholischen Kirche war, von einer ganzen Stunde, hört sich das mal bitte an. Und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, und das Verständnis in den Dingen, die wir gerade eben in dieser Lesung und auch mit unseren Kommentaren besprochen haben,
wächst ins Unermessliche. Ihr könnt gar nicht glauben, wie viel ihr alle noch nicht wisst. Und das gilt für Michael und für mich ganz genauso. Wir stellen uns hier nicht als diejenigen hin, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Aber wir haben bestimmte Dinge studiert und sind dadurch bestimmten Dingen auf die Schliche gekommen und die möchten wir gerne mit euch teilen. Und was wir hauptsächlich mit euch teilen möchten, das ist die Erkenntnis, dass ohne die Wahrheit, ohne die Bibel, all dieses ganze Wissen nichts ist und nirgendwo hinführt, weil nur Jesus rettet. Und um Jesus zu kennen und um sein Freund zu sein und um von ihm errettet werden zu können, müssen wir die Bibel kennen. Und deswegen ende ich mit meinem Aufruf, wie ich es meistens tue. Lest eure Bibel. Maranatha.